Marco, schmerzhafte 4-1-Niederlage hier bei den Würzburg Kickers. Wie tut die Niederlage heute? Kicker, super weh, weil ich denke, gerade in der ersten Halbzeit sind wir die klar bessere Mannschaft als Würzburg. Kommen dann so scheiße aus der zweiten so scheiße aus dem Kapitel. Inwiefern war der schnelle Ausgleich ein Knackpunkt für euch? Das ist ärgerlich, aber... Das war schon klare Elfer, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, weiß ich nicht, ob das so okay war, aber wie gesagt, was soll man jetzt dazu sagen? Wir haben eine 2 Wochen Pause in der Liga, kann sich neu sortieren. Trotzdem die Frage, inwiefern fängt man sich vielleicht auch die Gegentore zu leicht an? Wenn man das jetzt anguckt, sind einfach zu leicht. Ich meine, marschieren natürlich die Abwehr, aber wir sind da alle mit dem Boot. Und was soll ich jetzt nach dem Spiel sagen? Ich kann im Moment keine Worte finden. Danke dir. Ja, Julius, 1-4 verloren hier bei den Würzburger Kickers. Wie weh tut die Niederlage heute? Ich denke sehr weh, weil der Aufwand extrem groß war. Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, machen es uns dann einfach unterm Strich alles selber kaputt. Und man nervt es einfach nur noch, man fuckt es ab. Es tut einfach weh, wenn man sich Woche für Woche den Arsch aufreißt und sich selber wieder alles einreißt. Und das kotzt einfach nur noch an. Also heute war echt ein sehr, sehr frustrierender Abend. Kann man eigentlich froh sein. War halt schwer gegen eine Mannschaft, die gut organisiert ist. Dann war das Schiedsrichtergespann ganz klar auf deren Seite. War nicht der beste Tag. Ich denke auch wirklich lang pfeifen die nicht mehr dritte Liga, weil das kann nicht sein. Aber trotzdem unterm Strich steht ein 4-1, wieder nichts in der Tasche. Und wie gesagt, kurz einfach nur noch an. Was meinst du mit den Schiedsrichterentscheidungen genau? Ja, ich glaube, wer das Spiel heute gesehen hat, hat gesehen, dass 90% der Entscheidungen, die 50-50 waren, zugunsten Würzburger gepfiffen wurden. Also ich glaube, unterm Strich ist das nicht zufriedenstellend. Ne? Ich denke, die Schiris sollten sich auch dem Drittliganiveau anpassen. Bis dato war es ein gutes Spiel und der Schiedsrichter hat so ein bisschen die Luft rausgenommen. Gegen 12 Mann zu spielen, ist natürlich schwer. Ihr seid trotzdem in Führung gegangen, habt aber relativ schnell einen Ausgleich kassiert. Inwiefern war das vielleicht so ein bisschen noch ein Knackpunkt? Das war absolut ärgerlich. Ne? Das ist ja der hohe Aufwand, der wird belohnt. Wir waren nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber wir haben alles reingehauen. Wir waren auf Augenhöhe, haben uns dann mit dem Tor eigentlich in eine bessere Situation gebracht. Dass wir das so schnell wieder hergeben, ist natürlich ärgerlich. Ich denke, wenn man hier mit einem 1-0 in die Halbzeit geht, kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Unterm Strich ist einfach viel zu wenig. Danke dir. Gut, Uwe. 1-4 verloren hier bei den Würzburger Kickers. Es gab gerade viele Komplimente bei der Pressekonferenz von Bernd Hollerbach, dass man das beste Team hier war. Man ist gegen die beste Defensive der Liga in Führung gegangen. Wie unbefriedigend ist es, mit leeren Händen jetzt dazustehen? Ja, ich glaube, die Komplimente, die sind so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass derzeit Würzburg natürlich von einer gewissen Emotionalität lebt und, glaube ich, mein Kollege schon auch erkannt hat, dass es heute Phasen im Spiel gab, wo wir durchaus unsere Möglichkeiten hatten. Aber am Ende gehört natürlich zu gutem Fußball für mich als Fußballtrainer eine gewisse Balance im Spiel und die haben wir derzeit nicht. Ich glaube, dass wir heute mit der Rückkehr von Julius und Marco im Sturmzentrum schon auch wieder richtig Grip nach vorne entwickelt haben, dass wir viele, viele Möglichkeiten uns herausgespielt haben. Das lag auch daran, dass Bender und Damani über die Außenpositionen permanent angetrieben haben, dass ich in der ersten Halbzeit phasenweise sehr, sehr starken Andersen wieder gesehen habe. Da ist es dann schon richtig eklig gegen uns zu spielen, weil wir, glaube ich, in sehr, sehr hoher Geschwindigkeit das gegnerische Tor bedrängen. Folgerichtig sind wir einzeln in Führung gegangen. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht verschweigen, dass die Tore, die wir bekommen, da muss man sich nur die Tabelle anschauen und die Zahl der Gegentore sich anschauen, dass die Tore, die wir bekommen, aktuell natürlich zu leicht fallen, dass wir da schon ein Stück weit ein Selbstbedienungsladen geworden sind, weil die Aktionen, die zu Toren geführt haben, eben in keinster Form sauber herausgespielt waren, mit Ausnahme vielleicht des 4-1, wo das Spiel dann schon sehr, sehr offen war. Und das waren eben Standardsituationen, also ein seitlicher Freistoß und zwei Einwürfe. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr unbefriedigend, wenn du auf der einen Seite einen wahnsinnig hohen Aufwand betreibst, um hier mit offenem Visier ein gutes und erfolgreiches Spiel zu machen. Das ist eh unsere DNA, also so müssen wir an solche Spiele herangehen. Wenn du auf der anderen Seite aber aus solchen stehenden Situationen heraus dann Gegentore bekommst, das finde ich sehr, sehr unbefriedigend. Und derzeit bin ich da auch ein bisschen angefressen, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich immer wir auf dieselbe Art und Weise bestraft werden. Also entweder sind wir in der Vorwärtsbewegung und wir sind unsauber im Passspiel und werden dann in der Kontersituation erwischt, oder es ist eine ruhende Situation,
bei der wir dann am Ende in der Box unterlegen sind. Das ja, macht mich sehr, sehr traurig, weil ich am Ende schon glaube, dass die Basis für einen Klassenerhalt dann eher bei einer sicheren Defensive liegt. Auf der anderen Seite sind wir tatsächlich eine Mannschaft, die natürlich in der dritten Liga derzeit so ganz schön Spektakel beiträgt. Das kann dann für eine Mannschaft wie Würzburg, wenn sie siegreich ist, lustig sein, was glaube ich keinen heute gibt, der nach Hause geht und sagt, das war ein schlechtes Spiel. Ganz im Gegenteil, das war ein mitreißendes Spiel, da haben wir unseren Beitrag zu geleistet, aber natürlich auf eine sehr, sehr naive und dumme Art. Und wenn du 4-1 verlierst, dann nützen dir Komplimente überhaupt nichts. Wenn du bei den Gegentoren das unsaubere Passspiel oder stehende Situationen ansprichst, sind das dann auch Themen der Konzentration? Nein. In Konzentration glaube ich nicht, weil ich eine sehr, sehr fokussierte Fortuna gesehen habe. Nein, am Ende geht es immer ein Stück weit auch um Qualität. Ja, also du musst einfach auf dem Fußballplatz richtige Entscheidungen treffen und da trifft Bayern München deutlich mehr richtige Entscheidungen wie wir als Fortuna Köln. Das ist am Ende so, das macht Qualität aus. Aktuell schaffen wir es eben nicht mit unserer Art, länger eine Null zu halten. Und mit einem Gegentor, glaube ich, haben wir einfach ganz, ganz große Probleme, aktuell umzugehen. Und das ist sehr, sehr schade. Nochmal, aktuell muss man ganz klar konstatieren, dass die Art, wie wir Gegentore bekommen, relativ identisch ist. Das war mal in einer sehr negativen Phase im Sommer, Herbst des letzten Jahres ein bisschen anders. Aktuell muss man ganz klar sagen, ist die Art sehr, sehr ähnlich. Und da glaube ich, muss man am Ende natürlich sich auch die Frage stellen, spielen wir in der richtigen Konstellation, wer hat welche Form auf dem Platz. Das ist dann am Ende auch meine Aufgabe, diese Dinge letztendlich richtig zu stellen, weil nochmal, was die reine taktische Herangehensweise angeht, so wie wir den Gegner anlaufen, so wie wir ihn zu Fehlern zwingen, so wie wir schnell umschalten, ist das alles absolut in Ordnung. Aber am Ende wirst du in der Liga nur bestehen können, wenn du deine Zahl leichter Fehler einfach reduzierst. Und das betrifft verschiedenste Spieler, aber immer eine sehr, sehr ähnliche Form. Es gibt jetzt in der Liga zumindest 2 Wochen Pause. Man hat aber noch einen Bitburger-Pokal gegen Hennef. Gibt es da spezielle Themen oder Zeit, um das nochmal anzusprechen? Oder? Anderer Wettbewerb, andere Herangehensweise. Ich gehe mal davon aus, dass Hennef ein bisschen weniger Qualität in der Offensive hat im Vergleich zu Würzburg, ohne dass wir den Gegner unterschätzen sollten. Mir macht absolut Hoffnung, dass wir nach vorne hin schon sehr, sehr durchschlagskräftig sind und über verschiedene Arten auch tatsächlich torgefährlich werden, auch die Dinge dann vollenden können. Das sollte erstmal Grundlage auch im Spiel gegen Hennef sein. Es geht natürlich jetzt in den nächsten 2 Wochen sehr, sehr stark darum, die Arbeit am Ende in eine Richtung zu kanalisieren, dass wir in der Defensive einfach auch wieder fehlerfreier spielen. Und da ist, glaube ich, jetzt ein sehr sensibler Umgang mit der Mannschaft auch gefragt. Auf der einen Seite kann ich Fehler aufzeigen und Spieler plattfahren, das ist nicht Sinn der Geschichte. Am Ende müssen wir aus unseren Fehlern lernen. Und da will ich logischerweise schon auch eine gefestigte Truppe gegen Hennef an den Start bringen. Und darüber hinaus dann logischerweise in diesen 2 Wochen auch eine Mannschaft entwickeln, die insgesamt unsere DNA nicht verliert, aber natürlich gegen Erfurt auch in der Lage ist, dann wieder fehlerfreier zu spielen. Da bin ich davon überzeugt, dass wir in 3er einfahren können. Wir brauchen noch 2, um hundertprozentig sicher zu sein. Mit einem ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir in der Liga bleiben. Insofern gilt es jetzt da logischerweise, alle Kräfte zu bündeln. Und ganz klar, in der Ableitung der letzten Wochen müssen das defensiv Kräfte sein, weil offensiv unsere Strukturen eigentlich ganz okay sind. Danke dir.